Herzlich willkommen, Herr Dr. Hans-Joachim Marz. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Sie sind Psychiater und Psychoanalytiker, leben in Deutschland. Wollen Sie sich vielleicht kurz vorstellen? Sie sind ja schon im deutschsprachigen Raum sehr bekannt, aber ich denke, vielleicht mit eigenen Worten ein paar Worte zu finden. Ja, also Sie haben mich jetzt schon beruflich vorgestellt, Psychotherapeut, Psychoanalytiker, Psychiater auch ursprünglich. Meine Hauptarbeitsstätte war knapp 30 Jahre, eine Klinik zu leiten im Diakoniewerk in Halle an der Saale. Das war also Ostdeutschland, DDR ehemals. Das war eigentlich meine einzige Möglichkeit. Ich war zu den Lehrzeiten noch gesellschaftskritisch und da hätte ich nirgendwo eine leitende Stelle bekommen. Aber in der Diakonie war das möglich und da wurde eine psychotherapeutische und psychosomatische Klinik eröffnet und die habe ich dann von 1980 bis 2008 bis zu meiner Berentung geleitet. Und das war eine, will ich sagen, ein Schutzraum, eine Insel, wo ich mich also auch entfalten konnte, weil ich keine politischen Vorgesetzten hatte. Ja. Wunderbar. Vielleicht kurz auch zu meiner Person. Ich komme aus Wien, bin Psychotherapeutin, Hypnosepsychotherapie, Kommunikationswissenschaftlerin und auch Traumatherapeutin, psychotherapeutische Gutachterin und habe auch Weiterbildungen in systemischer Familientherapie. Ich möchte heute so mit Ihnen vier Themenbereiche umreißen. Als erstes einmal so über die Gesellschaft, so die, ich sage mal, gespaltene psychotische Gesellschaft, die Sie ja auch immer wieder benennen, über Propaganda, Manipulation. Und ich möchte auch so meine These mit Ihnen besprechen, ob wir denn so in einer Form einer Selbstzerstörung leben, gerade auch, weil Sie Psychoanalytiker sind, über den Todestrieb sprechen, wie weit er hier hineinwirkt, ob wir vielleicht auch in einer Art sadistisch-masochistischen Gesellschaft leben. Als zweites möchte ich so über die maskierte Gesellschaft sprechen, nämlich die Maske als Symbol, eben einer Gesellschaft, die die Gefühle nicht mehr ausdrücken will oder kann. Das ist ja meiner Meinung nach so die Spitze des Eisbergs, was ja schon Jahrzehnte vorher schon fühlbar war. Und die Maske jetzt für eben eine Gesellschaft steht, die Gefühle so schwer auch benennen kann und ausdrücken kann. Dann so als dritter Themenbereich Gefühlsstau, das ist ja auch Ihr Buch, wie eben diese unterdrückten Gefühle wie Wut gerade für Menschen, die so als Impfgegner denunziert werden und viele andere Menschen, die auch nicht verstanden, nicht gesehen werden, da werden ja auch Gefühle unterdrückt, da will ich auch mit Ihnen darüber sprechen. Wir wissen natürlich, unterdrückte Gefühle führen zu schwerwiegenden Erkrankungen auch. Und als vierter Punkt ist so Wege aus der Ohnmacht. Also was Sie uns denn so mitgeben können, vor allem jenen, die zuhören, die möchte ich natürlich auch an dieser Stelle sehr, sehr herzlich begrüßen. Jetzt ist an Sie die Frage, welche Erkenntnisse gewinnen Sie so die letzten 3 Jahre über unsere Zeit, unseren Zustand, unseren gesellschaftlichen Zustand, sage ich einmal? Erkenntnisse, die ich mir nicht mehr habe vorstellen können und schon gar nicht wünschen können. Ich muss gestehen, ich habe ja in den Büchern, die ich in den letzten 10 Jahren geschrieben habe, eigentlich diese Entwicklung vorausgeahnt oder beschrieben, dass es so kommen kann. Also ich meine damit eine zunehmend wieder autoritär-totalitäre Gesellschaft, die Einschränkung demokratischer Grundrechte und so weiter. Aber ich habe das geschrieben, zwar mit psychodynamischen Erkenntnissen, aber immer in der Hoffnung, es kann noch rechtzeitig bekannt werden, damit die Menschen sich auch damit auseinandersetzen. Fast vielleicht so ein bisschen wie ein magischer Wunsch, wenn man es ausspricht, geschieht es nicht wirklich. Aber dass wir jetzt in eine solche Situation geraten sind, wo ich denke, die Demokratie ist zu Ende. Und das könnte man, dann werden wir sicher noch weiter besprechen, warum das ist oder zwangsläufig so sein muss. Also das hätte ich mir nicht mehr denken können. Und so gesehen bin ich eigentlich sehr verunsichert, empört, manchmal ohnmächtig und möchte aber nicht aufgeben. Aber vielleicht ist es richtig zu sagen,
ich bin pessimistisch über die Entwicklung, aber nicht resigniert. Ja? Also deswegen danke auch für die Einladung, dass wir darüber nachdenken und sprechen können. Ich danke ebenso, ich finde es sehr wertschätzend von Ihnen. Ja, ich möchte vielleicht genau das, was Sie jetzt auch angesprochen haben, aufgreifen, denn wir wissen ja, dass sozusagen die archaischen Notfallprogramme ja auch laufen. Das ist ja das, was Sie angesprochen haben. Wenn wir so in einer Notsituation sind, Sie haben das auch gesagt, haben wir natürlich in der Regel vier Reaktionsweisen. Das ist Flucht in die Depression, Resignation, Ohnmacht, ich kann nichts, ich schaff's nicht und so weiter. Die Unterwerfung. Ich sage mal, das sind so die Mitläufer, die, ja, und dann Schockstarre im Notzustand und der positive auch Angriff, der Abgrenzungsaggression, Stopp zu sagen oder sich zu behaupten oder eben auch zu kämpfen. Und ich habe auch so den Eindruck, und ich muss ehrlich sagen, mir geht es auch so, dass ich immer wieder so, ja, in diesen, also wirklich jetzt im Sinne von Schockstarre habe ich nicht gehabt, das will ich jetzt nicht sagen, aber ich weiß, ich bin genauso zwischen irgendwie, ja, soll ich da weitermachen, hat das überhaupt einen Sinn, das kostet viel Kraft und dann doch diese positive Aggression im Sinne von eben Gespräche zu führen, auch meine Videos zu machen, Menschen zu helfen, aber ich weiß, wie erschöpfend das sein kann und ich sehe das auch in meiner Praxis. Ja, und ich denke, wir haben Ressourcen, wir haben auch so die Ausbildung im Background, aber ich denke mir immer wieder, wie geht es Menschen, die schon vorher durchgebeutelt waren, also die nicht diese Ressourcen gehabt haben. Und ja. Ich hab viele, viele wirklich Patienten, Patientinnen in meiner Praxis, die im Leben gestanden sind, die wirklich, ja, freudvoll waren und auch Unternehmer waren und jetzt sitzen sie da, ich sage mal ganz ehrlich, wie ein Häufchen Elend. Die sind verzweifelt, in Konkurs gegangen, Job verloren. Jetzt die Inflation, die Krise. Es hört ja der Wahnsinn nicht auf. Ja, ja. Also mir geht es auch so, dass das ist schon lange her, in jungen Jahren, wo man dachte, na, man kann die Welt noch verändern. Das ist lange her. Und die Frage, macht es Sinn, was wir tun? Also Bücher zu schreiben, Vorträge zu halten, zu diskutieren, wie wir Petitionen zu unterschreiben. Ja, also ich bin ganz sicher, man wird im Wesentlichen die Machtverhältnisse damit nicht wirklich ändern. Aber es sind zwei Dinge. Es gibt Menschen, die Orientierung suchen. Und jetzt spreche ich als Psychotherapeut, als Arzt. Uns werden ja Erkenntnisse zuteil, dann, wenn Menschen sich in der Not wirklich öffnen, so wie sie es sonst nirgendwo täten. Also wir erfahren seelische Realitäten, auch natürlich seelische Verletzungen, die sonst verborgen bleiben. Und da empfinde ich eine Verantwortung, über diese Dinge zu sprechen, sie bekannt zu machen, dass andere Menschen auch ermutigt werden, sich selbst in ihrer Entwicklung kritischer zu sehen. Also insofern macht es Sinn und meine Erfahrung ist auch, ich bekomme viel, viel Zuspruch, natürlich auch wie bekannt immer wieder Abwertung und so, aber dass Menschen sagen, jetzt habe ich etwas verstanden, das hat mir geholfen. Und dann muss ich auch gestehen, dass ich so spreche oder schreibe, das hat auch etwas mit meiner Würde zu tun. Also ich bin überzeugt von bestimmten Zusammenhängen und Realitäten, die mir aber nicht gestattet werden oder die mir ausgeredet werden, die falsch seien. Und in der inneren Auseinandersetzung zu prüfen, was ist denn wirklich Realität, was ist objektiv, was ist subjektiv, muss ich mich ständig zurechtfinden. Und das Bemühen, innerlich übereinzustimmen zwischen dem, was ich weiß, was ich empfinde, was ich wahrnehme, was ich geprüft habe und dem, wie ich mich nach außen verhalte, ist für mich eine Frage der Würde. Also verstelle ich mich, lüge ich, heuchle ich, mache etwas mit, was ich nicht wirklich will. Ja. Ich hab einen Ausspruch gelesen, der Freiheit ist nicht zu tun, was man will, sondern nichts zu tun, was man nicht will. Ja, also
Also das sind die beiden Sachen, um die eigene Würde muss man sich mitteilen und auch zeigen, was man denkt, auch mit allen Zweifeln und Verunsicherungen, und auf diese Weise auch Menschen ermutigen und anzuregen, auch über sich und ihre Sicht der Dinge nachzudenken. Weil es gibt keine objektiven Wahrheiten in dem Sinne, ja, sondern immer nur subjektive. Und sich damit auseinanderzusetzen, mit anderen Menschen zu reden, versuchen zu verstehen, warum ein anderer Mensch anders denkt als ich. Das ist sozusagen die beste menschliche Verbindungsmöglichkeit, ja? Dass man sich also wirklich verständigt und nicht in die Feindseligkeit abdriftet. Menschen, die im Gefühlsstau sind, das heißt also, die schmerzliche, bittere Dinge erleben und das aber nicht zum Ausdruck bringen können, werden, wie Sie schon gesagt haben, krank. Das ist ja im Grunde genommen eine wesentliche Ursache, die wir finden in unserer Arbeit. Oder sie werden böse, das darf man nicht. Wer also nicht krank werden will oder das nach außen trägt, der muss nach außen agieren. Der braucht Gegner, der braucht Feinde, Feindbilder. Und das ist in der letzten Zeit ja sehr stark geschehen, dass die inneren aufgestauten Affekte jetzt abreagiert werden, entweder gegen ein Virus, das sei jetzt der Generalfeind, und jetzt zunehmend im Krieg auch gegen die Russen. Da erscheint ein neues Feindbild, das so irrational ist, dass man es schwer aushalten kann. Aber ich finde, es wurde ja nicht das Virus bekämpft, sondern der Mensch. Ja. Also das war ja ein autoaggressiv oder ist ein autoaggressiver Akt der Selbstzerstörung. Und ja, aber Entschuldigung, genau, es wurde das Virus zum Feind erklärt, das bekämpft werden muss. Aber in Wirklichkeit sind die Menschen, wie Sie sagen, bekämpft worden. Also mit diesem Vorwand hat man also den Menschen geschädigt durch Impfung, durch die Maßnahmen, durch Maske, durch Lockdown und so weiter. Und das genau ist das Verhängnisvolle. Ja, es wird ein äußerer Feind benannt, aber die Folge ist Selbstzerstörung, ist Destruktivität gegen sich selbst. Ja. Genau. Und es ist ja auch, ich habe das ja immer wieder auch in meinen Videos als Pseudomoral und Pseudo-Autorität eben auch dargestellt, denn es wurde immer wieder gesagt, ja, wir sind eine Gemeinschaft, wir sind eine Gesellschaft von unseren Politikern. Ich denke, in Deutschland ist es sehr ähnlich. Ich habe mir gesagt, ja, aber es gibt nur eine Meinung. Ja, also eine Gemeinschaft, ein Virus, aber eine Meinung, so interpretiere ich das. Und es wurde immer wieder gesagt, ja, wir müssen ja solidarisch sein. Kinder müssen solidarisch sein, Verantwortung und Schuld tragen, damit sie andere nicht töten, Oma und Opa. Wir müssen jetzt mit allen möglichen auch solidarisch sein, aber uns selbst zerstören. Und jene Personen, die aber sagen, das ist ja eine Pseudosolidarität, weil wenn die wirklich solidarisch wären, würden sie nicht alte Menschen einsperren. Ich habe zum Beispiel auch in meinen anderen Videos mit Uwe Eckler, der Diakon, sozusagen der Seelsorger war und einen offenen Brief an den Minister geschrieben hat und dann eigentlich seinen Beruf verloren hat als Seelsorger, weil er nur gesagt hat, er ist gegen die Spaltung und eben gegen die Impfpflicht, ohne ein Gespräch zu führen. Ja? Das ist doch nicht Solidarität. Oder, und er hat mir dann erzählt, sie konnten als Seelsorger auch nicht zu Sterbenden oder auch in Altersheime, auch zum Beispiel Begräbnisse nur für 5 Leute. Das ist so unwürdig, weil sie vorhin die Würde angesprochen haben. Es ist menschenunwürdig. Ja. Ja, wie auch immer, der Polizeieinsatz, ja. Oder wie das, ich sage mal, bei uns das kleine Mädchen 12 Jahre mit Polizeigewalt aus dem Bett gerissen worden ist, weil es abgeschoben wird. Mit 5 Polizisten und Gewehren, ja. Das ist menschenunwürdig. Und das wird aber ständig von unseren Politikern, wir müssen solidarisch sein. Wir müssen solidarisch sein. Das ist nicht Solidarität, wenn man mit dem eigenen Volk so wirklich, ja, eben menschenunwürdig umgeht und vor allem mit den Kindern, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, ich habe das so vorweggenommen, das ist eben menschliche Grausamkeit. Darum sage ich ja auch immer, leben wir in einer sadistischen Gesellschaft der Abartigkeit und der Grausamkeit. Ja,
Also Sie haben ja vorhin schon mal den freudschen Todestrieb angesprochen. Ich gehöre nicht mehr zu den Analytikern, die überzeugt sind von einem Todestrieb. Ich kann mir das aber anders erklären. Also erstmal vielleicht, Freud hatte noch nicht viel Kenntnis von dem, was wir heute die Frühstörung nennen. Also die Frühtraumatisierung, die komplexen Traumatisierungen in der frühesten Geschichte. Die klassische Analyse war ja mehr auf neurotischem Niveau. Also bei den höheren Konflikten, aber nicht bei den Strukturstörungen. Und statt eines Todestriebes sehe ich eben die Folge der Frühtraumatisierung. Das heißt, Kinder werden von Anfang an traumatisch, also traumatisierend behandelt, indem sie nicht wirklich angenommen, nicht verstanden, nicht bestätigt, nicht realitätsgerecht gespiegelt werden, letztlich nicht geliebt werden. Und diese Frühtraumatisierung ist im Grunde genommen so schlimm, dass ein Kind eine Abwehr braucht. Also es muss sich schützen vor dieser Realität. Ich sage manchmal, auch wenn ich das in den Therapien erlebe, wenn Menschen Kontakt finden zu dieser frühen Problematik, da ging es um Leben und Tod. Also wenn das Kind das wirklich realisiert hätte, dass es nicht willkommen, nicht sein sollte, nicht geliebt wird, dann kann es eigentlich auch gleich sterben. Ja? Und um das zu verhindern, bauen wir Menschen eben eine erhebliche soziale Abwehr auf, die im Wesentlichen darin besteht, dass man sich dann anpasst an das, was die Eltern, später die Schule, die Lehrer, die Gesellschaft will, also an die falschen Werte, also an die von außen gesetzten Werte und nicht, dass man dem Kind hilft, seine Möglichkeiten, seine Talente, seine Wünsche, seine Bedürfnisse und seine Begrenzungen wahrzunehmen. Und dieser Prozess ist, wie gesagt, mit einem Gefühlsstau verbunden. Wenn Kinder so wenig bestätigt, verstanden und geliebt werden, haben sie ein Recht auf Empörung, auf Protest, auf Aggression und natürlich auf seelischen Schmerz wegen des Liebesmangels. Und das darf ein Kind aber in aller Regel nicht ausdrücken. Deshalb wird es häufiger krank. Also die Infektanfälligkeit hat auch damit etwas zu tun, dass der Gefühlsstau auch ein Stress bedeutet, der das Immunsystem schwächt. Und später, wie gesagt, passt man sich in der Gesellschaft an. Und ich habe immer so gesagt, jeder Mensch findet dann so eine Art Privatlogik. Also er hat seine frühe Traumatisierung, die will er nicht mehr wahrnehmen. Die Gefühle durfte er nicht ausdrücken. Jetzt passt er sich an nach den Werten, die gerade en vogue sind in der Gesellschaft und hat somit eine Privatlogik, wie er sein Leben versteht. Das ist immer auch eine Täuschung, ein Irrtum. Es ist falsches Leben. In einer echten Demokratie, wo wirkliche Meinungsfreiheit besteht, wirklicher Pluralismus in den Möglichkeiten des Denkens und Verhaltens, können Privatlogiken auch sehr absurd sein. Also nahezu auch die krankhaften Privatlogiken. Sie werden aber dadurch, dass eine absolute Meinungsfreiheit ist, relativiert. Sie können sich nicht behaupten und durchsetzen, sondern werden durch andere auch verrückte Ansichten wieder relativiert. Und in einer guten Demokratie kann man das getrost zulassen, weil die Grenze, eine gesunde Grenze ist durch ein gutes Strafgesetzbuch und meinetwegen auch durch eine moderne Psychiatrie gegeben. Also, dass man feststellt, das ist strafbar und das ist nicht mehr in Ordnung oder das ist krank und ist auch nicht mehr in Ordnung. Aber wenn das nicht geschieht, wenn also die demokratischen Verhältnisse, würde ich gerne mit Ihnen noch drüber reden, nachher der Unterschied zwischen einer äußeren und einer innerseelischen Demokratie. Ich behaupte ja, wir haben
keine wirkliche Demokratie mehr, weil sie nicht in den Seelen der Menschen verankert ist. Eine solche Demokratie als Normopathie, als narzisstische Fehlentwicklung der Gesellschaft, die muss in die Krise kommen. Und jetzt, in der Krise, gelten sozusagen die Abwehrprozesse, die individuellen Abwehrprozesse der Privatlogiken nicht mehr. Sie haben verlieren ihre Kraft, ihre Wirkung, ihren Erfolg, ihren Karrierechance. Und das ist der Zustand, in dem die Menschen dann, jetzt könnte man sagen, verrückt werden. Verrückt vor Angst, verrückt vor innerer Bedrohung. Sie stehen wieder nackt vor der ehemals erlittenen Frühtraumatisierung, deren Abwehr, deren Kompensation durch die Privatlogiken nicht mehr funktioniert. Und jetzt in dieser Situation ist die Gefahr groß, dass die Gesellschaft, die Fehlentwicklung sich zuspitzt zu einer Krise und die Demokratie, die äußere Demokratie aufgegeben wird, die Grundrechte eingeschränkt werden und vor allen Dingen Feindbilder gebraucht werden, um den Gefühlsstau abzureagieren. So ist es verständlich, dass plötzlich die Andersdenkenden, die sogenannten Querdenker oder die Maßnahmekritiker, die Ungeimpften verfolgt, bedroht, beschimpft werden. Und wenn man sich die Worte anschaut, dann ist man sofort ein Nazi, ein Rassist, ein Covid-Idiot. Ja? Also mit welcher massiven Hetze dann Andersdenkende, kritische Meinungen verfolgt werden, ist für mich ein Ausdruck des wieder frei werdenden, wund werdenden Gefühlsstaus, dass Menschen, die jetzt verunsichert sind, weil die Gesellschaft in eine Krise kommt und die können das nicht wahrnehmen, sie müssten ja wahrnehmen, der Einzelne, ich habe falsch gelebt, meine Privatlogik war nicht realitätsgerecht. Und das ist in einer narzisstischen Gesellschaft kaum zu erwarten, da kann man schlecht Fehler eingestehen. Da würde im Grunde mit der äußeren Weltsicht auch die ganze persönliche Lebensgeschichte in Frage geraten und zusammenbrechen. Und also so ist für mich der sogenannte Todestrieb ein Symptom des Gefühlsstaus, der destruktiv wird, entweder nach außen gegen andere oder gegen sich selbst. Mit depressiven Zuständen oder eben der Selbstbeschädigung, der vielfachen Selbstbeschädigung, als Folge eben jetzt der Krise, der eigenen Fehlentwicklung, die aber massenhaft da vorhanden ist, da die Kinder wirklich auch massenhaft in der Weise früh traumatisiert sind, wie ich es beschrieben habe. Das heißt, der Mensch steht irgendwo nackt da, weil die Kompensationsstrategien nicht mehr funktionieren. Ja. Auch der positiven Kompensation, denn wir haben ja auch eine positive Kompensation, die notwendig ist, sonst können wir auch nicht überleben. Wir müssen auch bis zu einem gewissen Grad, sage ich einmal, verdrängen und vergessen. Aber was hier passiert, ist ja letztendlich auch, sind ja sehr viele Abwehrmechanismen spürbar, nämlich verleugnen, verdrängen, um dann auch zu projizieren. Das sind ja Abwehrmechanismen. Und das erkenne ich, das bedroht mich, ehrlich gesagt, und das macht mir Angst, obwohl ich, glaube ich, wirklich sehr resilient bin. Aber es macht mir Angst, wie Verantwortliche die Wahrheiten verkehren, verdrehen. Ja? Zum Beispiel, wir haben die Krise wunderbar bewältigt und es ist aber eine verbrannte Erde, um in dieser Metapher zu sprechen. Ja? Oder wir sind aus der Krise sozusagen besser herausgekommen, als wir reingekommen sind. Also da zweifle ich oft, ehrlich gesagt, an der Zurechnungsfähigkeit. Ja? Und die Frage stellt sich für mich, wie kann man denn so eine Wahrheit oder Wirklichkeit verkennen? Das sind ja intelligente, denke ich doch, hoffentlich Menschen, ohne jetzt da ein Urteil zu fällen. Aber es bedroht, ehrlich gesagt, mein Wertesystem, weil ich Angst habe. Denn wenn aus diesen irren Annahmen, dieser verrückten, sozusagen aus der systemischen Sicht, verrückten Sicht, können ja nur ihre Ansichten und daraus folgend auch ihre Maßnahmen erfolgen. Weil der erste Schritt ist immer die Erkenntnisfähigkeit, so gut als möglich. Und das ist echt verrückt im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
Also das ist ein großes Thema, mit dem ich mich die ganze Zeit auch auseinandersetze. Wie viel ist das Folge der Fehleinschätzung der Eliten, der politisch-ökonomischen, medialen Eliten? Oder wie sehr ist es doch eine Absicht? Steckt ein größerer Plan dahinter? Ich will zu dem Ersteren sagen, in einer narzisstischen Gesellschaft ist die Demokratie in meinen Augen ein Demokratiespiel. Also es gibt Spielregeln, Wahlen und so weiter. Es gibt die Einteilung in die Legislative, in die Exekutive und Judikative. Es sind Rollen, die in der äußeren Demokratie vorhanden sind und die besetzt werden. Und da es eine repräsentative Demokratie ist oder eigentlich noch schlimmer eine Parteiendemokratie, kommen politisch an die Macht diejenigen, die das System am besten beherrschen, die sich also durchsetzen können, behaupten können. Und da spielen dann Macht, Korruption, Lügen, Heuchelei, also auch psychische Fehlhaltung eine große Rolle. Und das hat mich dazu veranlasst, bei der Diagnose einer narzisstischen Gesellschaft feststellen zu müssen, dass in diesem Zusammenhang an der Spitze die Elite, vor allen Dingen die politische Elite, muss nahezu narzisstisch sein. Also die heutige Politik einer solchen äußeren Demokratie fördert Menschen an die Spitze mit einer spezifischen narzisstischen Problematik, also die, die am besten spielen können. Verstehen Sie? Und der Narzissmus, sagt ja immer, ist immer ein Ausdruck einer tiefen Selbstwertproblematik. Das heißt, der Narzisst muss sich immer selbst erhöhen, seinen Selbstwert steigern, nach außen hin angeben und nach außen andere abwerten. Wenn er andere abwertet, wird ja relativ sein eigener Wert höher. Und dazu gehört auch, dass ein Narzisst also keine Schwächen oder Fehler zugeben kann und auch keine Empathie hat für das, was er tut oder die Folgen seines Tuns. Weil es darum geht, dass er im Moment eine narzisstische Bestätigung sucht, die in dem Fall eben Macht ihm ermöglichen kann. Ich bin bedeutend, ich bin wichtig und so weiter. Das heißt also, wir müssen damit rechnen, dass die Elite, die politische Elite, stark mit narzisstischen Problemen zu tun hat, zu kämpfen hat. Und von daher sind solche auch irrationalen Maßnahmen, die übertrieben sind, wo man um die eigene Macht und Bedeutung kämpft und keine Fehler zugeben kann, verständlich. Also das ist der eine Teil dessen, was ich im Moment in der Gesellschaftsdiagnose feststellen muss, dass es natürlich auch Folge ist der Auswahl der Demokratiespieler. Ja? Vielleicht können wir nachher, will ich noch was sagen, was ist denn eigentlich das Bessere, nämlich eine innerseelische Demokratie, die hat aber andere Entwicklungsbedingungen. Ich will nur den Gedanken, den zweiten Teil, dort, wo ich denke, da handelt es sich um einen großen Plan, der durchgesetzt wird, das verstehe ich so. Man kann erkennen, dass die bestehende narzisstische Gesellschaft, die politisch und ökonomisch ja eine finanzkapitalistische gestörte oder normopathische Gesellschaft ist, die hat ihre kritische Grenze erreicht. Man sieht das an den Umweltfolgen, an der Finanzproblematik, der Migrationsproblematik, der Energieproblematik, all das, was wir ja jetzt zunehmend zu erkennen haben und zu erleiden haben. Also das sind alles Symptome
des kritischen Endes einer finanzkapitalistischen Normopathie. Und jetzt wissen wir auch, dass es eine relativ kleine Gruppe, die vor allen Dingen in den USA sitzt, von Menschen, die so viel Geld angehäuft haben, so unanständig viel Geld angehäuft haben, dass sie sich im Grunde genommen alles und jeden kaufen können. Und das geschieht real. Also wir können das überall erkennen, dass mit entsprechenden Geldmengen Entwicklungen beeinflusst werden, entweder durch Förderung bestimmter Projekte oder mittels direkter Korruption. Ja. Und ich glaube, das geschieht und es genügt, wenn ein paar tausend Politiker, Medienleute, Wissenschaftler entsprechend finanziell beeinflusst werden, also korrumpiert werden letzten Endes, dann werden sie das tun, was eben der großzügige Geldspender auch erwartet. Und alles Übrige erfolgt dann nach psychodynamischen Gesetzen. Also die, die relativ beeinflusst bis bestochen sind, sind dann die Chefs und alle Untergebenen oder Mitarbeiter reagieren dann gemäß der Abhängigkeit, der Verunsicherung, der Bedürftigkeit. Kann man es sich dann nicht mehr leisten, zu widersprechen, wenn man entlassen wird oder eben sein Einkommen verliert. Dann würden reale, materielle Faktoren, aber auch die psychischen, viele Menschen sind ja auch wirklich abhängig seelisch geblieben oder furchtsam oder fühlen sich verunsichert, bin ich gut genug und so weiter, die werden dann auch immer gerne das tun, was ihnen angeordnet wird, was ihnen versprochen wird. Der Hauptinhalt einer seelischen Entfremdung besteht darin, dass wir Menschen haben, die nicht mehr genau wissen, wer sie sind, was sie können, was sie wollen oder nicht wollen, sondern die gelernt haben, das zu tun, was sie sollen. Und damit sind sie im falschen Leben, sind sie entfremdet. Und solange das ist, kann es keine innerseelische Demokratie geben. Also ich will sagen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass das Ende, das kritische Ende dieser finanzkapitalistischen Normopathie bei denen, die jetzt daraus am meisten gewinnen, meisten Profit gewonnen haben, kämpfen darum, dieses System zu erhalten, zugespitzt. Und das heißt dann globaler, totalitärer, digitaler auch, als Herrschaftsmittel, um sozusagen ihre Vorteile zu retten und das auf Kosten eben der Masse der Mitläufer, die dann über vor allen Dingen über Angst, also direkt bestochen werden können oder aber durch Abhängigkeit oder aus Angst praktisch der neuen Ordnung, der neuen Weltordnung folgen sollen. Aber Macht ist ja sozusagen ein Mittel, die Menschen eben auch in der Ohnmacht zu lassen. Das heißt, das ist ja auch ein sadistisches Machtmittel, sage ich einmal. Jetzt gibt es sehr viele, die attestieren diesen Verantwortlichen, ich sage mal Politikern und Politikerinnen natürlich auch, dass die dumm seien. Das hört man immer wieder auch in den Medien. Ja, also die haben keine Bildung, was auch immer. Wie würden Sie das einschätzen, dass das Motiv sozusagen auch eine, nicht natürlich bei jeder, auch Dummheit ist, Unwissenheit? Denn sie wissen nicht, was sie tun, offensichtlich, wird oft gesagt. Ja, man muss dann Dummheit differenzierter verstehen. Es ist eine Frage der Intelligenz oder der Bildung oder der psychischen Einengung. Ja? Wenn man Dummheit im Sinne der psychischen Einengung nimmt, dann glaube ich, betrifft das viele Politiker, unabhängig von ihrer Bildung. Also wenn man sagt, die haben keinen Berufsabschluss oder dann ist das für mich keine Frage eines Intelligenzmangels, sondern eines einer Entwicklungsstörung, dass man sich halt nicht weiter, etwas zugetraut hat oder,
oder aus seelischen Gründen sich behindert hat. Also die Einengung aus seelischen Gründen, das heißt, nicht zu wissen genau, was man wirklich kann und will, sondern gelernt hat, das zu tun, was man soll, um Karriere zu machen, um zur Macht zu kommen oder um reich zu werden. Ja? Das heißt, es ist eine andere Intelligenz, eine Intelligenz, die dann aufbaut oder orientiert ist, aus der eigenen Störung Gewinn zu machen. Und das ist ja genau das Problem der narzisstischen Gesellschaft, dass die am stärksten eine narzisstische Problematik haben, dann auch am erfolgreichsten sind, weil sie immer sich größer darstellen, weil sie den Mut, in Anführungsstriche, haben, zu konkurrieren, also auch mit unlauteren Mitteln, dass sie auf Profit immer auf stärker, größer und so weiter orientiert sind, als Ausdruck einer seelischen Störung, die dazu dienen soll, die eigentliche innere Unsicherheit oder das Minderwertigkeitsgefühl oder die Identitätsschwäche nun durch Geld und Macht, durch Karriere zu kompensieren. Also wenn man es so versteht, dann ist es eher eine seelische oder eine psychosoziale Dummheit im Sinne von Einengung, Einschränkung. Wie man es eben bei vielen Menschen hat in unserer Arbeit, ist das ja Hauptgegenstand, ne? Dass wir mit leidenden Menschen dann zu tun haben. Ich würde mal sagen, die Gott sei Dank das Leiden noch wahrnehmen und nicht ausagieren. Ne? Also die Menschen, die so oft in der Karriere ganz oben stehen, die haben ja die falsche Einstellung oder leiden an dem Irrtum, sie seien doch erfolgreich, sonst hätten sie nicht diese Position erreicht und haben den Kontakt zu ihren wirklichen Bedürfnissen verloren. Ne, dann weiß man, dann kommt eben vielleicht irgendwann eine ernste Erkrankung, ein Herzinfarkt oder eine Krebserkrankung oder eben das Burnout-Syndrom oder sowas. Das ist ja nichts anderes als eine seelische Erschöpfung im falschen Leben, weil man eben nicht nach den eigenen Bedürfnissen und Möglichkeiten lebt, sondern nach dem, was man glaubt, sein zu sollen, damit man in einer falschen Gesellschaft auch erfolgreich sein kann. Da möchte ich gleich anschließen, was mich natürlich erschaudert, ist, dass genau diese Politiker, also wir wollen jetzt nicht von allen sprechen, das ist klar, es gibt Gott sei Dank immer Ausnahmen, aber jetzt in Summe kann man das schon feststellen, dass die aber wiedergewählt werden. Das hat mich ja in Wien sehr oder in Österreich sehr erschaudert. Ja? Also jene Politiker, die korrupt sind, die manipulieren, die nachweislich auch Dinge tun, die die Menschen schädigen. Und die wurden wiedergewählt. Und sie haben das, glaube ich, in einem Interview auch gesagt, in das falsche Leben, dass sie dass, sozusagen die Wähler natürlich den wählen, den sie letztendlich auch verdienen, unter Anführungszeichen. Ja? Ja. Das heißt, das ist ja auch irgendwo ein Spiegelbild unserer Gesellschaft in dieser Ausformung. Ja, also ich sehe da zwei Dinge. Einerseits handelt es sich mit Sicherheit um eine Kollusion, also um ein Zusammenspiel von Gegensätzen. Also einfach gesagt, wie Topf und Deckel passen zusammen. Ja? Und in einer narzisstischen Gesellschaft gibt es also die größten Selbstnarzissten, die, wie gesagt, dann zur Elite zählen, die an die Macht kommen. Aber es gibt auch die, die ich die größten Kleinnarzissten nenne. Die haben auch eine narzisstische Problematik im Sinne, als Kind nicht hinreichend erkannt, bestätigt und geliebt worden zu sein. Aber sie haben aus den individuellen Gründen erfahren, dass sie, wenn sie krank sind, schwächeln, weinen, verzweifelt sind, dass sich dann die Eltern zuwenden, sodass das Kind die Erfahrung macht, aha, wenn ich schwach bin, wenn ich leidvoll bin, dann bekomme ich elterliche Zuwendung, die ich sonst nicht bekomme. Also wird auf diese Weise
eine, wenn man so will, demonstrative Schwäche konstituiert. Und im Ergebnis sind das dann größenklein Störungen. Das heißt, die Menschen leben dann eigentlich ständig so, dass sie sich selbst und erst recht nach außen den Eindruck geben, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht wirklich, nein, das schaffe ich nicht. Ja. Und damit wird natürlich der eigene Selbstwert ständig unterdrückt, aber nach außen hin auch ein Signal gesetzt, kümmert euch um mich, ich schaffe das nicht. Ja. Und das heißt, jetzt politisch gesehen, wenn Sie auf das Wahlverhalten ansprechen, kann man das als ein kollusives Zusammenspiel sehen. Die sich wählen lassen, sind im Größen selbst und die Wähler sind im Größen klein, die dann auch sagen, naja, ich weiß ja nicht richtig, ich kann es nicht, die werden es schon machen da oben. Also die Vorstellung, dass eine politische Elite nicht ausschließlich das Gute will, sondern sogar destruktiv, auch vielleicht bewusst destruktiv handelt oder etwas Böses beabsichtigt, ist dem größenkleinen Gestörten nicht möglich. Also das kann doch nicht sein. Die wollen doch immer nur das Beste. Die haben vielleicht jetzt Schwierigkeiten, aber dass sie was Böses wollen, ist also vielen, vielen Menschen überhaupt nicht denkbar. Also so verstehe ich einmal diese Situation aus den kollusiven Gründen, aus den auch Abhängigen, ne, die keine eigene Meinung haben oder sich, und jetzt kommt die zweite Erklärung, die sich eine eigene Meinung auch nicht zutrauen. Also Menschen müssten ja anfangen, sich zu fragen, inwieweit lebe ich echt richtig oder inwieweit bin ich doch entfremdet und bin gezwungen worden oder habe mir was vorgemacht. Und das ist eine bittere Erkenntnis. Das wissen wir Therapeuten, ja, das ist unser tägliches Brot, wenn man Menschen damit praktisch konfrontieren muss oder sie einladen muss, diese Selbstentfremdung auch zu realisieren. Das heißt, dass viele Menschen am liebsten dabei bleiben, unkritisch und abhängig, ach ja, das wird schon gut werden. Sie wollen nicht wirklich kritisch nachdenken, weil sie dann ihre eigene Abwehr in Frage stellen müssten. Und bevor sie dann zu einer eigenen, auch politischen oder auch weltanschaulichen Meinung kommen, müssen sie ihr eigenes Weltbild relativieren oder in Frage stellen und damit die ganze Geschichte ihrer Entfremdung wieder erleiden. Und das ist der Grund, weshalb viele Menschen lieber das hören und sehen und denken, was sein soll, damit sie nicht in die Not kommen, mit der eigenen Meinung wirklich verunsichert zu sein und das eigene falsche Leben erkennen zu müssen. Ich möchte anschließen, Sie haben ja auch in das falsche Leben, sprechen Sie ja drei gesellschaftliche Normopathien an. Das ist der Nationalsozialismus, der DDR-Sozialismus, die narzisstische Gesellschaft, die Sie jetzt beschrieben haben. Und Sie sprechen auch immer von der sozusagen psychotischen Gesellschaft. Und das sehe ich auch so und viele natürlich unserer Kollegen und Kolleginnen. Können Sie das vielleicht noch ein bisschen einordnen und verstehbar machen, auch für unsere Zuseher und Zuseherinnen? Also insofern, wie weit Sie da ja, das genauer noch einblicken können und vor allem, was ist eine psychotische Gesellschaft? Wie zeigt sich? Also einmal ist erstmal wichtig, den Begriff der Normopathie verstehen zu können. Gemeint ist, dass das Pathische, das Gestörte, für normal gehalten wird. Deshalb Normopathie. Weil man den Eindruck hat oder die Realität ist so, dass eine Mehrheit der Bevölkerung in gleicher Weise denkt, fühlt und handelt. Und das ist die Folge einer massenhaften Entfremdung und Fehlentwicklung der Menschen. Dadurch kommt dann am Ende eine Normopathie zustande, dass also
die Mehrheit auch eine Fehlentwicklung der Gesellschaft für normal hält oder sogar gut befindet, bis hin zum verbrecherischen Verhalten. Bei den Vergleichen der nationalsozialistischen, DDR-sozialistischen und heutigen narzisstischen Normopathie ist es wichtig, und das wird dann von denen, die diese Realität nicht wahrhaben wollen, wird auch angeführt, das kann man doch nicht vergleichen. Das Äußere kann man nicht vergleichen oder es sind sehr unterschiedliche Auswirkungen. Wichtig ist aber erstmal, dass auch in einer Normopathie es möglich ist, dass massenhaft Menschen Krieg wollen oder eben Gewalt gutheißen oder bei der Judenverfolgung ein ganzes Volk vernichten wollen. Also, dass es massenpsychologisch in der Normopathie möglich ist, dass Verbrechen kollektiv begangen werden und für gut befunden werden. Ja? Da gibt es in diesen Normopathien Unterschiede, aber die Grundlage, das Wesen, wie eine Normopathie entsteht, ist vergleichbar. Also es muss sich immer um eine Frühentfremdung von Kindern handeln, die, wie gesagt, dann nicht mehr gut wissen, wer sie sind und was sie können und nicht können. Und das als massenhaftes Problem, sodass sehr viele Kinder entsprechende Entfremdung erfahren. Und das ist die Realität. Das war damals im Dritten Reich so, das war in der DDR so und das ist heute wieder so, dass sehr viele Kinder nicht um ihrer selbst willen geliebt und bestätigt werden, sondern sie sollen lernen, im finanzkapitalistischen System zu bestehen, indem sie Leistung, 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 Konkurrenz, Kampf. Entschuldigung, jetzt klingt mein Telefon. Hören Sie das? Ist ja okay, passt schon. Ne? Ja, okay. Also, diese Problematik ist dann vergleichbar, ja, dass man einen äußeren Wert braucht, um den inneren Unwert oder die Minderwertigkeit zu kompensieren. Und diese Zusammenhänge, die Grundlagen, die psychodynamischen Grundlagen sind in all diesen narzisstischen Gesellschaften vergleichbar, auch wenn die äußeren Auswirkungen unterschiedlich sind. Wobei man sich natürlich auch fragen muss, wenn in der heutigen narzisstischen Normopathie die Schäden der Umwelt, der sozialen Ungerechtigkeit, wenn man immer Sieger und Gewinner sein muss, werden ja automatisch Verlierer produziert. Also wie groß da die Schädigung ist, vielleicht nur nicht so groß wie bei verbrecherischem Kriegsverhalten. Ja? Obwohl ich auch erschrocken bin, was ich mir nie hätte mehr vorstellen können, dass in Deutschland heute eine Kriegslust wieder, ne, dass aufgerufen wird, wir sollten nicht kriegsmüde werden. Dass also in diesem Deutschland Krieg wieder als eine notwendige oder vertretbare gesellschaftliche Reaktion verstanden wird, statt die Diplomatie zu fördern und zu verlangen. Also das ist auch für mich sehr, sehr schwer zu ertragen. So, und da bin ich wieder bei dem Ergebnis, die Psychodynamik ist dieselbe, nämlich massenhafte Entfremdung in der Kindheit, massenhaftes falsches Leben, und dieses falsche Leben geht zu Ende. Und in dieser Krise wird dann jetzt eben auch feindselig agiert. Und dann sind wir bei dem Thema psychotische, kollektive Psychose. Also wenn man jetzt aus psychiatrischer Sicht, was ist denn eigentlich eine Psychose? Dann ist es vor allen Dingen eine Realitätsverzerrung. Der Mensch kann die Realität nicht mehr so
wahrnehmen, wie sie ist, und bekommt wahnhafte Vorstellungen von der Realität, also wahnhafte Einschränkungen. Und das darf man in der momentanen Gesellschaft, also vor allen Dingen ausgelöst durch die Pandemie oder die politisch-medial erzeugte Pandemie oder Panikdemie, kann man auch sagen, kann man feststellen, dass durch die permanente Schürung von Angst, wenn man also in den letzten 2-3 Jahren sich nur öffentlich-rechtlich informiert hat, ist man ständig in Angst versetzt worden durch einseitige und sogar falsche Statistiken und einseitige Meinungen, ist mit Absicht auch Angst geschürt worden. Und die Angst hat dazu geführt, dass eben in vielen Menschen die bis dahin kompensierten individuellen Ängste, bin ich richtig, lebe ich richtig, mache ich das alles gut, bin ich auch wirklich anerkannt, dass das alles wieder aktiviert wird und aber keinen Abfluss findet. Also die Menschen müssten anfangen, über ihr individuelles, entfremdetes Leben sich Gedanken zu machen und sich Hilfe zu holen oder sich wechselseitig zu helfen. Und da das nicht geschieht, muss man praktisch böse werden oder die Realität nicht mehr anerkennen. Man muss sie falsch interpretieren. Und das sind alles dann Folgen oder Ausdrucksformen einer mittlerweile wirklich psychotischen Wahrnehmung im Sinne von, wie gesagt, der Realitätsverzerrung und der wahnhaften Einschätzung. Die Tatsache, dass dann, ohne dass es hinreichend politisch, wissenschaftlich begründet wäre, Lockdown und soziale Distanz oder das ständige Maskentragen, das ist ja dann eine Symbolik, die permanent den Menschen vorgemacht hat, wenn ich eine Maske trage, bin ich eine Gefahr für andere oder ich muss mich vor anderen schützen. Wenn ich soziale Distanz einhalten muss, dann ist jeder Nächste ein Gefährder, ein Bedroher. Ich habe Menschen gesehen, die in einer Schlange standen mit Maske und dann näherte sich jemand etwas zu nah, normal, ja, und dann sprang jemand zurück aus Panik, dass dieser Mensch, alle maskiert, einem zu nahe kommen könnten. Also da merkt man, jetzt ist etwas geschehen in diesen Menschen, das ist nicht mehr normal, das ist irrational, also psychotisch. Diese permanente geschürte Angst und ein Virus eignet sich eigentlich am besten, auch um eine solche irrationale Angst zu schüren, weil ja, das Virus ist nicht zu sehen, es kann jeder haben, es kann überall lauern, also anders als ein realer Feind, ja, als ein Mensch oder ein Tier oder sonstige Gefahr, die man real sehen kann. Also wenn man eine Gesellschaft in Angst und Schrecken versetzen muss, ist die Tatsache, dass man ein Virus dafür hat, eigentlich ideal. Na, das ist im Grunde genommen die Chance, um Menschen eben in eine kollektive Angstpsychose zu versetzen. Genau. Und dafür ist natürlich die Propaganda ein sehr geeignetes Mittel. Ja. Das heißt, der Zweck ist natürlich, die Leute fügsam, unterwürfig und natürlich auch gehorsam zu machen. Und das benutzen natürlich auch so die Medien. Also die leisten ja auch einen Teil. Und was mich natürlich offen gesagt auch erzürnt, sehr oft, ist, es gibt ja so 10 Manipulationsstrategien. Und eine davon ist ja zum Beispiel, dass über die Medien und die Öffentlichkeit eben so manipuliert wird,
dass die Menschen auch als Kinder sozusagen gesehen werden, also eigentlich entmündigt werden. Und das sieht man ja wahrscheinlich in Deutschland, aber auch in Österreich mit unterschiedlichen Kampagnen, wie man soll den Deckel auf den Topf geben, die Fenster irgendwie kippen oder duschen und so weiter oder den Waschlappen nehmen. Und unterschiedliche, ja, eben wie gesagt, Meldungen. Das heißt, es geht darum, den Menschen ja zu zeigen, ihr seid ja infantil. Ja, oder bei uns gibt es auch eine Werbung der Babyelefant zu Weihnachten 2021, wo ein Kind die Verantwortung übernimmt, brachial die Erwachsenen zu trennen und sagt, ich bin verantwortlich zu trennen, zu Weihnachten noch dazu. Ich übernehme als Kind die Verantwortung, die Schuld, und die Erwachsenen werden als infantil dargestellt, weil die das offensichtlich nicht können, diese Verantwortung zu tragen, Masken zu tragen, Distanz zu halten. Also da ist eine sehr starke Rollenumkehr zum einen, dass man die Kinder auf eine Ebene gibt, erwachsen zu sein, und die Erwachsenen auf die Ebene gibt der Kinder. Das heißt, sie regredieren praktisch in die Kindheit. Und das finde ich ehrlich gesagt entwürdigend. Das ist menschenunwürdig. Ja. Es ist aber auch ein Missbrauch an Kindern. Also Michael Hüter, den kennen Sie ja vielleicht, der österreichische Kindheitsforscher und Historiker, sprach ja davon, dass es ein historisch einmaliges Geschehen ist, dass ein Krieg gegen Kinder geführt wird. Und das kann man, muss man so sehen, denn so wie Kinder behandelt werden, also einmal, dass man ihnen Angst gemacht hat, sie könnten schuld sein, dass Oma und Opa erkranken, aber die permanente Forderung, sich testen zu lassen, Maske zu tragen, soziale Distanz zu halten, hat eine Störung befördert, die wahrscheinlich die ganze Generation über Jahre, Jahrzehnte betreffen wird, weil es ja in einer Entwicklungszeit geschieht, wo das auch noch prägende Wirkung haben kann. Oder die Tatsache, dass man Kinder impft, ohne dass dieser Impfstoff, wissen wir ja alles, hinreichend gesichert wäre, oder dass Kinder überhaupt gar nicht in Gefahr sind, schwer zu erkranken und so weiter, ist eine derartige Bedrohung des Kindeswohles, ist ein Missbrauch des Kindes. Also ich denke da an eine strafrechtliche Relevanz, und ich hoffe es noch erleben zu können, dass die Politiker, die Ärzte, aber auch die Eltern, die sich da nicht zur Wehr setzen und praktisch die Kinder so misshandeln, dass die wirklich nochmal strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Es ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber dass endlich auch erkannt wird, dass wenn Kinder unbegründet so einschränkend und verstörend behandelt werden, dass das wirklich eine schwerer Missbrauch ist, eine schwere Gefährdung des Kindeswohls. Und da fragt man sich wieder, wie kann sowas sein? Einerseits denke ich, Politiker, die das Sagen haben, aus diesen narzisstischen Zusammenhängen, haben keine Empathie für die Kindheit, weil sie ja ihre eigene problematische Kindheit sehen müssten. Also denen fällt es wahrscheinlich leicht, solche Anordnung zu geben, weil sie im Grunde aus der eigenen Abwehr handeln. Ich habe schon manchmal gehört, dass welche sagen, ich hatte auch eine schwere Kindheit, und hat es mir geschadet. Ja, das sagen sie dann aber aus einer Position der heutigen Macht oder des heutigen Erfolges, der Karriere, die aber eben Symptom oder Ausdruck einer falschen Entwicklung ist. Ja, also da ist die Wahrnehmung, dass es eine erhebliche Persönlichkeitsentfremdung ist, noch gar nicht vorhanden. Also diese die Frage, wie kann das sein? Und da bin ich wieder bei der Frage, steht da ein großer Plan dahinter? Also die nächste Generation so einzuschüchtern, dass sie willfährige Mitläufer werden,
dass sie Abhängige einer neuen Weltordnung sind oder dass sie vielleicht sogar durch Impfung ihrem Immunsystem so geschädigt sind. Das gibt ja erste Hinweise, ne, dass das Immunsystem erheblich beeinträchtigt wird, dass die Fruchtbarkeit nachlässt und so weiter. Also es ist schwer zu ertragen, dass gerade Kinder in dieser Weise missbraucht werden und brutalst behandelt werden. Ich spreche auch von Rollstab der Gewalt, weil ich finde, wir müssen das auch beim Namen nennen. Die Kinder wurden ja vor vielen Jahrzehnten, sage ich einmal, gezüchtigt so. Und ich sehe das ja wirklich als eine psychische, eindringliche Gewalt, also auch eine körperliche. Wir haben ja auch in Österreich einen Fall gehabt, wo wegen Maskenpflicht ein junger Schüler bei -2 Grad draußen sozusagen den Test schreiben musste, gedemütigt vor der Klasse. Und wir wissen, über die Spiegelneuronen werden auch die Kinder, die Gewalt erleben, auch Gewalt spüren, aber auch Rohrstab der Gewalt, auch gezüchtigt. Das heißt, sie sagen, wenn du dich jetzt nicht anpasst und genauso still und artig bist, geschieht dir dasselbe. Ja? Und was mich aber erschüttert und wirklich erschaudern lässt, ist die Tatsache, dass diese zuständigen Personen, egal wo sie sitzen, diese Gewalt ausüben. Und die sagen ja auch, es war eine Verordnung. Ja? Und das ist ja das Schlimme. Das heißt, dass die kein Rückgrat haben, Halt und Haltung, Stopp zu sagen gegen diese Gewalt an Kindern, sondern diese ausführen. Das erschaudert mich. Und vor allem, was mich noch sehr erschüttert, muss ich ehrlich sagen, dass die Kinderschutzorganisationen schweigen. Dass die Kirche schweigt, dass auch viele Intellektuelle schweigen. Also ich höre in Österreich bis auf wenige Dr. Bonelli, Uwe Eckler und Dr. Schubert. Ich kann jetzt, also natürlich viele Ärzte und Ärztinnen, die sich auflehnen und viele, die demonstrieren gehen. Aber ich sage mal, die intellektuelle Elite und auch meine Standesvertretung oder auch der Psychologen, die schweigen. Das ist für mich ehrlich gesagt nicht tragbar und diejenigen Ärzte und Ärztinnen, die sich zu Wort melden, die verlieren den Job. Natürlich verstehe ich vielleicht bis zu einem gewissen Grad die Angst dahinter, den Job zu verlieren, weil viele Menschen sind ja, wie Sie richtig gesagt haben, abhängig durch eben Kredite und vielleicht viele andere, weil sie die Familie erhalten wollen oder müssen. Das ist schon ein Motiv, das ich sehr gut verstehen kann. Aber für mich ist dort, wo Gewalt passiert, die Grenze. Weil da muss man wirklich handeln, weil nicht handeln ist sozusagen auch ein Gewaltakt der passiven Aggression. Es gibt ein Nicht-Nicht-Handeln. Es gibt auch eine Nicht-Nicht-Kommunikation, wie schon Paul Watzlawick gesagt hat. Aber das ist für mich pure Gewalt und vor allem jene, die schweigen. Und das ist etwas, das erschüttert und erschaudert mich. Ja, geht mir genauso. Dann kann das nur jetzt nochmal bestätigen, was Sie sagen. Auch mein Entsetzen darüber. Ich habe mich als junger Mann, als Jugendlicher oft gefragt, wie konnte das sein im Dritten Reich? Ja, wieso war die Mehrheit einer Bevölkerung kriegsbegeistert oder haben zugesehen oder akzeptiert, dass ein Volk vernichtet werden wird? Das hat mich ein Leben lang beschäftigt. Ich denke, das ist auch ein Grund für meine Berufswahl, um das besser verstehen zu können. Und wir erleben das heute wieder, eine solche massenpsychotische, irreale Bewegung und das Schweigen der Mehrheit. Und um nochmal den vorhin schon angesprochenen Unterschied zwischen einer äußeren Demokratie, einer inneren Demokratie aufzumachen. Der Hintergrund war ja auch für mich die erschreckende Tatsache, dass nach 45 ehemalige Nazis
ohne große Probleme die Demokratie in der Bundesrepublik mit aufgebaut haben. Die waren in der Wirtschaft, in der Politik, in der Rechtswissenschaft dann weiterhin zum Teil tätig. Und ebenso war es am Ende der DDR, nach dem Zusammenbruch waren die ehemaligen SED-Parteibonzen und die Stasi-Mitarbeiter auch im Wesentlichen unbehelligt im Westen untergekommen, waren dann als Manager oder wieder im Sicherheitsdienst tätig und so weiter. Das heißt, ich musste zur Kenntnis nehmen, dass man äußere Demokratie spielen kann. Also von einem Tag zum anderen wird die Gesinnung gewechselt, wird dem als Nazi oder einem Stasi-Leut wird ein Demokrat. Wie ist das möglich? Und da habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, was braucht es eigentlich, um wirklich ein wirklicher Demokrat zu sein? Und da bin ich natürlich wieder bei der Kindheit, wenn Kinder so behandelt werden, dass sie ein gutes Selbstwertgefühl entwickeln, dass sie sagen können, ich weiß, wer ich bin in Ordnung, ich bin okay und ich kenne nicht nur meine Möglichkeiten, ich kenne auch meine Grenzen im Laufe der Entwicklung. Das heißt, ein solcher Mensch muss andere nicht abwerten, um seine eigenen Wertproblematik zu kaschieren. Also wenn einer sagt, ich bin okay, ich habe nichts auszusetzen, ich weiß, was ich kann oder nicht kann, der wird nicht mit anderen konkurrieren müssen, sondern, ach, du bist anders und du bist auch okay, lass uns irgendwas zusammen machen, lass uns ergänzen, lass uns unterschiedliche also Dinge erkennen oder ja, also das wäre die Voraussetzung, um wirklicher Demokrat zu sein. Wo es also nicht mehr um die Kompensation geht, Macht und Geld als Kompensation, sondern in dem Wunsch, sich auch wirklich nicht nur individuell, sondern auch sozial zu realisieren und dann eben sozial tätig zu sein. Und das wäre ja die beste Grundlage auch für politisches Handeln. Ja. Dass man nicht an Macht denkt, sondern an die Soziale, an die Gemeinschaft. Wie ist die zu verbessern? Ja, diese Grundlage für eine Demokratie in dem Sinne, die haben wir bisher nicht erreicht. Und das wäre für mich, wenn es um eine große Diskussion geht um unsere Zukunft, wäre das für mich die wesentliche Grundlage dafür zu sorgen, dass Kinder so wenig wie möglich narzisstische Beschädigung haben. Eigentlich in der Gegenwart geschieht das genaue Gegenteil. Ne? Da wird ein erheblicher Schaden wieder. So, also das, damit kann man schon sagen, ist die Demokratie auch wesentlich in Gefahr. Sie wird sich nicht weiterentwickeln, sondern verschlechtern, was wir ja schon erleben. Also das wäre im Grunde meine Wunschvorstellung und natürlich auch die Empfehlung aus meiner Perspektive, im Wesentlichen dafür zu sorgen, dass die Kinder besser betreut werden, besser bestätigt werden, besser geliebt werden. Ja, da ist ein großes Thema, was braucht es? Wie kann man Liebe geben oder haben? Viele Menschen haben ja, sind gar nicht liebesfähig. Also da beginne eine große innere Auseinandersetzung über ja, die wirklichen Werte menschlichen Zusammenlebens. Wenn Sie Liebe ansprechen, Desmond Morris, er ist ja Verhaltensforscher, der gesagt, Liebe bedeutet Nähe, Berührung, körperlicher Kontakt. Ja. Und ich schon erwähnt habe, die Maske ist ein Symbol für eine berührungslose und sehr maskenhafte Gesellschaft. Und ich möchte vielleicht noch auf die Maske zurückkommen, weil Sie auch vorhin den Historiker Hütte erwähnt haben. Er hat ja auch gesagt, und das habe ich auch schon gehört, dass Kinder mittlerweile nur noch Augen malen. Das heißt, diese Gesichtspartie können sie gar nicht mehr erkennen. Und ich habe auch eine Patientin, die zu mir kommt, die gesagt hat, 8-jähriges Kind, seit 1,5 Jahren hat das Kind Angst- und Panikstörungen, wenn es eine Maske sieht, vor allem wenn die Großeltern die Maske aufhaben.
Und die Kleine kann nicht schlafen, weint, weil für sie ist die Maske Symbol Tod. Das heißt, die Gesellschaft ist krank. Und das ist ja auch wahr. Es ist ja auch eine kranke Gesellschaft. Nicht nur wegen dem Virus unter Anführungszeichen, sondern weil es eben eine narzisstisch berührungslose Gesellschaft ist, die ja auch die Gefühle unterdrückt. Und auf die Bitte hinauf, also an die Großeltern, sie mögen zumindest die Maske hinuntergeben, wenn die Kleine bei ihnen ist, haben die Großeltern gesagt, nein, das können wir nicht, sonst sterben wir. Jetzt können Sie sich vorstellen, gut, ich weiß, es gibt auch andere Großeltern, das ist jetzt nicht so umzumünzen, aber wie die sozusagen Angst, diese Panik, diese Propaganda sich bis in die Zelle der Gesellschaft gegraben hat. Und jetzt hat die Mutter natürlich entschieden, dass sie die Großeltern nicht sieht mehr, weil die Kleine, sie muss ja die Kleine schützen. Aber das heißt, es ist wieder gespalten. Ja? Das heißt, es hat sich wirklich so gespaltenes Land so eingegraben. In Freundschaften, in Familien, auch habe ich gehört, sogar bei gesunden Familien, das ist nicht nur bei Familien, die schon vorher instabil waren, auch bei gesunden Freundschaften, Familien ist das durchaus möglich und auch passiert. Und das ist, finde ich, einfach wirklich, ja, grausam. Ich kann nur sagen. Ja. Ja, es ist grausam. Also ich kann das auch wieder nur bestätigen, was Sie sagen. Das sehe ich auch so. Kann nur noch dazu fügen, wir wissen ja auch, durch unsere Arbeit, wie wichtig der Gesichtsausdruck ist, Mimik, Gestik. Also das Kind, der Säugling beginnt ja schon im Gesicht der Mutter sich zu orientieren, sich zu spiegeln. Ja? Und das ist eine ganz wesentliche Grundlage der Kommunikation. Und wenn dem Kind diese Möglichkeit genommen wird, also ja, wie das kann nur Angst machen, das kann nur verunsichern. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man Psychotherapie mit einer Gesichtsmaske macht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also ich weiß von Kollegen, die das machen, aber natürlich auch sehr viele, die es ja absolut irrational halten. Das kann man nicht machen. Aber ich will nur bestätigen, wie wichtig das ist, dass man den Gesichtsausdruck kennt. Wichtig für Kommunikation, wichtig, um sich zu orientieren, um zu wissen, wie freundlich oder feindselig sind Menschen eingestellt. Und wenn man dem Menschen diese Möglichkeit nimmt, also durch das permanente Maskentragen, dann nimmt man ihm eine wesentliche Möglichkeit der sozialen Orientierung. Ja, und das kann nur verunsichern und Angst erzeugen. Ich möchte es vielleicht auch erwähnen, was Sie gesagt haben. Ich habe auch in meiner Praxis jetzt eine Dame, die sehr wohl sonst überall, wo es vorgeschrieben Masken trägt und auch geimpft ist. Also um das nur zu erwähnen, will ich sagen, dass sie keine, ja, ich weiß nicht, Gegnerin ist in dem Sinne. Das unterstellt man diesen Menschen immer so schnell. Und sie ist in der Kindheit traumatisiert worden, also wirklich psychische und körperliche Gewalt selbst erlebt. Und sie hat einen Therapeuten mit Maske. Und sie sagt, der war auch dreimal geimpft, hat sich auch zweimal in der Woche getestet und hat immer gesagt, sie soll die Hände waschen sofort, wenn sie kommt. Und sie hat aber zum Glück diese gesunden Anteile gehabt, sich nach einiger Zeit zu trennen, weil sie gesagt hat, wissen Sie, das ist ja krank. Also sie ist ja nicht verdreht, traumatisiert worden. Ja. Weil wenn sie ein Therapeut versteckt oder die Maske, ich kann jetzt nicht die Mimik lesen, ich kann ihn nicht erkennen. Und das hat sie an die Zeit erinnert, wo sich sozusagen auch ihre Eltern maskenhaft versteckt haben, entweder in Rückzug oder in Aggression und die Gefühle nicht zum Ausdruck gebracht haben. Und sie hat gesagt, ich kann mit diesen Menschen doch keine Therapie führen. Und das waren aber zum Glück ihre gesunden Anteile, die gesagt haben, das stimmt etwas nicht. Ja. Ja? Und das ist ja auch, finde ich, ein Trauma einer Gesellschaft, dass wir als Therapeuten gezwungen werden, uns zu einem Objekt zu machen. Ja. Ja. Und eigentlich entmenschlicht werden. Ja, ist richtig. Ja. Ja. Die ganze Tendenz in der Gesellschaft, so wie ich sie wahrnehme, ist ja nicht gerade psychotherapiefreundlich, eher im Gegenteil. Ja, also, das, ja,
dass man Kurzzeittherapien bevorzugt. Und ich denke immer, Therapien, die schnell entspannen und entängstigen sollen, werden eher bevorzugt als die Therapien, die wirklich sich Mühe geben, tiefer liegende Zusammenhänge und unbewusstes Material wieder zu aktivieren. Also das ist ein Streit, den ich kenne ich schon aus DDR-Zeiten. In der Psychotherapie soll sie helfen, also wirklich, dass der Mensch sich emanzipiert, dass er Erkenntnisse gewinnt und damit ist er fast automatisch auch gesellschaftskritisch, muss er sein, weil zur psychischen Erkrankung ja auch die sozialen Einflüsse und die Werte einer Gesellschaft zählen. Oder soll Psychotherapie eben schnell beruhigen, ne? Also am besten auch dann Medikamente geben und dämpfen und so weiter. Ja? Also mit den Kindern, wenn ich so sagen darf. Nicht? Die werden durch das System, Schule und alles zerstört. Ja. Dann gibt es zu wenig Psychologen an den Schulen oder Psychologinnen oder ja, Beratungs-, Betreuungspersonal. Dann werden sie sozusagen in die Psychiatrie gegeben. Dort werden sie natürlich, wie wir wissen, auch überfüllt. Bei uns schreien sie ja auch Alarm, dass die Kinderbetten nicht mehr vorhanden sind. Eh schon seit 2 Jahren wird aber nichts gemacht. Und dann stehen die da ohne therapeutische Versorgung. Weil es kann sich, ehrlich, das ist Luxus, niemand leisten, eine Einheit um die 100 Euro zu bezahlen. Und das ist das Drama. Das heißt, die werden zuerst kaputt gemacht und dann werden sie im Stich gelassen. Ja, ja. Und das ist ja noch einmal mehr die Traumatisierung. Nämlich, dass Opfer im Stich gelassen werden, belustigt werden, verharmlost wird. Und ein Opfer im Stich zu lassen, ist ja ein schweres Trauma. Das ist ein schweres Trauma. Und das ist das Drama der Gesellschaft, sage ich auch. Ich würde gerne noch vielleicht gleich auch Oscar Wilde zitieren, das ist mir da auch aufgefallen, mit der Gesellschaft zu leben, welche Qual, aber außerhalb der Gesellschaft zu leben, welche eine Katastrophe. Das heißt, wir haben, ich sehe das auch bei meinen Patienten und Patientinnen, die haben vermehrt Anpassungsstörungen und ich sage ihre, so wie auch Manfred Lütz, ihre, wir behandeln die Falschen, weil diese Menschen sind sensitiv, sensibel und sind an diesen Systemen der Emotionslosigkeit zerbrochen. Und und die Gesunden sitzen hier und sagen, ich brauche Hilfe, weil ich ertrage diese Welt nicht mehr. Und die haben dann aber eine Diagnose Anpassungsstörung. Und das ist ja genau diese verrückte Welt. Ja, das sehe ich auch so. Ja. Ich denke auch manchmal, Gott sei Dank, haben Menschen noch den Mut, krank zu werden? Also ne, die Alternative ist ja immer, sozial auszuagieren. Also das, was man dann an innerer Problematik hat, bekommen dann andere projektiv ab oder eben durch Sündenböcke oder Feindbild und so weiter. Mit der Erkrankung, also jetzt spreche ich von psychosozialer, psychosomatischer Erkrankung, öffnet sich ja ein Fenster, wo Menschen ermutigt werden können, über sich, ihre Entfremdung, ihre Entwicklung, ihre Fehlentwicklung nachzudenken, das vor allen Dingen emotional zu verarbeiten, den Gefühlsstau damit abzubauen und dann ein neues, besseres, also echteres eigenes Leben zu finden. Und dazu gehört, und das ist ein echtes Problem auch unserer Arbeit, ich hab sogar den Vergleich zwischen Ost und West machen können, wenn wir zu DDR-Zeiten Menschen halfen, aus ihrer Gestörtheit, das heißt Anpassung, Ängstlichkeit, Unsicherheit herauszufinden, also offener vor sich selbst zu sein, kritischer nach außen, waren sie politisch gefährdet. Ja, weil sie jetzt ein Verhalten gegen die eigentlich gewünschte Abhängigkeit und Unterordnung hatten. Und heute erlebe ich das oft so, wer also an den Verhältnissen leidet, entweder an den kapitalistischen, eben des immer mehr größeren Scheins, also der narzisstischen Aufblähung, des Konkurrenzzwanges, sich behaupten, durchsetzen müssen, wer erkennt, dass er daran krank geworden ist und das vermindert,
verliert an Marktwert nach außen. Ja, also ist sozusagen im Konkurrenzkampf benachteiligt. Oder aber jetzt ganz schlimm, wenn Menschen, die keine Maske tragen oder sich haben nicht impfen lassen, diffamiert werden oder wenn sie kritische Fragen stellen, dann eben ausgegrenzt werden und daran krank werden. Das ist auch schwer zu helfen, weil das eine bittere Realität ist. Ja? Ich habe auch oft das Problem, Menschen, die sich haben impfen lassen und zur Kenntnis nehmen müssen, na, das war vielleicht doch ein Fehler, es sehr schwer haben, das sich einzugestehen, weil das etwas ist, was sie nicht rückgängig machen können. Ja, wenn man sonst Fehler macht, kann man oft noch sagen, na gut, das war damals so, oder das sehe ich jetzt anders, das kann ich verändern, kann ich mich vielleicht auch entschuldigen oder solche Dinge. Ja. Also wir sehen, dass auch unsere notwendige, hilfreiche Arbeit nicht außerhalb einer Gesellschaft geschieht. Und das geht bis ins Individuelle. Wenn ich also so mal einen Menschen habe, der Erkenntnisse für sich gewinnt, auch hinsichtlich seiner Partnerschaft zum Beispiel, und der Partner, die Partnerin dann nicht mit einbezogen wird in die Veränderung, die ein Mensch für sich braucht, um ehrlicher, offener, letztlich gesünder zu sein, dann ist die Beziehung in Gefahr. Also da beginnt im Grunde genommen schon der Einfluss der sozialen Bedingungen auf die individuelle psychische Gesundheit oder Stabilität. Ja. Ich möchte vielleicht abschließend auch vielleicht ganz kurz erwähnen, ich finde ja auch, dass der typische Impfgegner oder Impfgegnerin ja auch entmenschlicht wird, nicht zum Objekt gemacht wird. Die sind für alles schuld. Und ich sage immer wieder, es stehen aber Menschen dahinter, mit ihren Ängsten berechtigt oder auch nicht, ihre Lebensschicksale. Und das ist auch, denke ich, auch eine Form der Entwürdigung. Also wir werden, egal wo wir hinschauen, zum Objekt gemacht, wie Sie das auch immer wieder sagen, entmenschlicht. Ich möchte vielleicht jetzt fragen, wo gehen wir mit, oder wie können Sie jetzt so Wege aus dieser Ohnmacht zeigen, oder wie gehen wir mit dieser unterdrückten Wut um? Weil Wut ist ja auch eine Kraft, sage ich auch immer wieder. Sie kann ja auch transformiert werden, auch in Kunst, Kultur oder eben im Ausdruck ihren Weg bahnen. Aber es gibt ja viele Menschen, die haben ja Angst, diese Wut auszudrücken, weil sie es ja auch nie gelernt haben. Wie können Sie ihnen da Wege wieder ins Leben zeigen oder mitgeben, sage ich einmal? Naja, das am Anfang, ich habe in der letzten Zeit auch um die Spaltungen, die ja überall sind in der Gesellschaft, bis in die Familien, bis in die Freundschaften hinein, habe ich mich bemüht, mit Hilfe von Zwiegesprächen die Spaltung zu überwinden. Das heißt, ich habe Geimpfte und Ungeimpfte oder Maskenträger und Maskenverweigerer oder Maßnahmen, Anti-Corona-Maßnahmen, Befürworter und Gegner zusammengebracht in Zwiegesprächen, dass sie eine Chance hatten, nicht mehr auf der Sachebene zu argumentieren, also ja, Wissenschaft so, man kann ja bei Pro und Contra haben immer beide Seiten, Recht und Unrecht, sondern ermutigt, das persönlich zu machen. Ich trage eine Maske, weil. Ich trage keine Maske, weil. Ich bin geimpft, weil. Also nach den persönlichen Gründen zu forschen. Und das war, wenn es gelang, beeindruckend, dass dann zumindest die feindselige Spaltung überwinden war, weil man verstehen konnte, aha, der andere hat anders gehandelt, weil er persönliche Gründe hat, die man verstehen kann. Und ich habe mich mitteilen können und der andere hat auch erkannt, dass das
für mich eine individuelle oder einen subjektiven Grund gibt, mich so zu verhalten. Das heißt, man muss am Ende nicht einer Meinung sein, aber man kann erreichen, dass man das Verhalten weg von der politischen, von dem politischen Druck, von der Propaganda, von angeblichen wissenschaftlichen Erkenntnissen wegnimmt ins Individuelle. Da wächst im Grunde genommen die Chance einer Verständigung. Also, dass man aufhört, sich feindselig oder gegnerisch zu betrachten. Also das ist das eine, das würde ich natürlich in der breiten Gesellschaft auch empfehlen, dass Spaltung mithilfe von solchen Zwiegesprächen, also die Zwiegespräche hat ja ehemals Michael Lukas Möller entwickelt, um zerstrittenen Paaren zu helfen, sich zu verständigen, indem man nicht mehr über etwas spricht oder über den anderen, sondern nur von sich spricht und damit zu erkennen gibt, das sind meine Gründe, weshalb ich mich so verhalte. Also das ist das, das eine. Das andere, ja, die Wut zum Ausdruck zu bringen, den Gefühlsstau abzubauen, das ist, ja, es geschieht ja dadurch, weiß ich, wenn man zum Fußball geht und tobt, ja, oder wenn man Sport macht oder so. Also man kann sich schon körperlich etwas abreagieren, aber die eigentliche frühe Gefühle, die müssen einen Schutzraum haben. Also da, das glaube ich, kann ohne therapeutische Begleitung und Schutz nicht gelingen. Also wenn es um frühe Wut, berechtigte Wut geht, das wäre dann wieder eine Sache, die sozialpolitisch gefördert werden müsste, dass also wirklich therapeutische Möglichkeiten genug vorhanden sind und geschaffen werden. Ja, ansonsten, also was ich immer wieder auch unterstütze oder anstrebe, dass Menschen im kleinen Kreis zusammenkommen, um sich auszutauschen und aber eine Vereinbarung haben, dass sie nicht streiten wollen, also nicht auf der Sachebene streiten wollen. Wie gesagt, dann hat jede Seite immer irgendwie Recht, aber auch Unrecht, ja, sondern wirklich bemüht sind, die Hintergründe wie in Zwiegesprächen zu erfassen, um damit eine Verständigung. Immer, es geht immer wieder, aha, du denkst so, weil. Und ich kann dir erklären, ich habe mich so und so verhalten oder verhalte mich so, weil. Und das eben eingebettet in praktisch die Lebensgeschichte. Das heißt immer, weil ich dabei sein möchte, weil ich anerkannt sein möchte, weil ich Angst vor Ablehnung habe, weil ich mich nicht entwürdigen lassen will und so weiter. Also diese ganz persönlichen Gründe, die ja bei jedem Menschen angeregt sind durch die auch auf die Zwangsmaßnahmen. Das heißt, wahrnehmen, spüren. Ja. Ihnen wahrnehmen, sich dem anderen zuwenden. Das ist das Heilsame auch einer Therapie. Es geht ja gar nicht um die Theorie, sondern wirklich um das Gefühl. Ja. Ist jemand, oder? Das spürt für den anderen. Das ist ja das Schöne, das ist das Heilsame. Ja, wir kommen jetzt wirklich zum Ende zu. Meine Frage wäre natürlich schon sehr wichtig, auch vielleicht auch für die, die uns zuhören. Wie blicken Sie denn in die Zukunft? Oder was erwarten Sie denn? Pessimistisch. Ja. Ich fürchte eine neue totalitäre Weltordnung. Ich fürchte einen zunehmend kriegerische Verhältnisse. Ich fürchte einen wesentlichen Wirtschaftschaos, Wirtschaftszusammenbruch. Also das, was ich mir denke, was, wenn ich das, die Analysen, dann ist es wirklich nicht so gut, also pessimistisch. Aber auf der anderen Seite sind das dann Dinge, wir sollten uns dadurch nicht wirklich in die Depression treiben lassen. Und ich habe bei der Frage, ich bin das jetzt schon ein paar Mal gefragt worden, habe ich
die Verhaltensweisen, die jetzt für jeden von uns anstehen, in 5 Punkten aufgezählt. Ja? Also wir werden uns an änderte Verhältnisse anpassen müssen. Wir werden aber auch, um der Ehrlichkeit, der Gerechtigkeit, der Würde Widerstand leisten müssen. Manchmal wird man sogar subversiv handeln müssen, also unterhalb sozusagen des Strafrechtes. Man kann ja manchmal tricksen oder Ja sagen und Nein machen oder andersrum. Das ist unter bestimmten Bedingungen auch in Ordnung, halte ich das jedenfalls. Und man muss sich immer mal wieder zurückziehen, also weiß ich, in die Natur, zu den Tieren, in die Meditation, ins Gebet, in die Musik, in den Tanz, in die Liebe und eben die kleine Gemeinschaft pflegen. Ein paar Freunde oder eine Familie haben, mit dem man wirklich offen, auch ohne Sozialmaske reden kann. Das ist, das weiß ich, also mögen die äußeren Verhältnisse noch so schlimm sein, aber wenn ich Menschen habe, denen ich mich anvertrauen kann, die bereit sind, mich so anzunehmen, wie ich bin, und ich tue dasselbe, das hat etwas sehr Beruhigendes, sehr Haltgebendes. Obwohl draußen, weiß ich, es ganz düster sein kann. Ja? Also das ist meine Überlegung zu den Verhaltensweisen, die wir haben. Und jeder muss eigentlich jeden Tag neu entscheiden, wie viel Anpassung, wie viel Widerstand kann man sich leisten, kann man aushalten, kann man wagen, wie viel Rückzug ist möglich oder notwendig. Und wie komme ich zu einer solchen Gemeinschaft? Also das sagt mir, es ist eine ständige dynamische Auseinandersetzung mit den Verhältnissen. Und das hilft mir gegen meinen Pessimismus. Ja, ich kann sagen, jetzt übertreibe ich mal, die Welt geht unter oder der Krieg ist nicht zu vermeiden. Das kann ich denken und befürchten. Ja? Aber unabhängig davon lebe ich ja jetzt und hier. Und da bin ich jeden Tag gefordert, Anpassung, Widerstand, Subversivität, Rückzug, Gemeinschaft. Ja, und das, wenn ich das tue und vor allen Dingen mir die kleine Gemeinschaft pflege, wie gesagt, verfliegt mein Pessimismus. Und ich kann in der Realität, in der Gegenwart dann doch ganz zufrieden mit mir leben. Genau, und für manche ist natürlich Spiritualität und auch der Glaube auch etwas sehr Wichtiges. Da gibt es mehr, als wir sind. Das mit dem Rückzug gemeint, also Rückzug aus der gegenwärtigen gesellschaftlichen, politischen Situation. Also ja, in Spirituelles, Meditatives, Religiöses auch. Ja. Ja, gibt es vielleicht etwas, das Sie gerne doch noch sagen möchten abschließend? Gibt es eine Botschaft von Ihnen? Naja, wir müssen dabei bleiben, unsere Würde zu wahren, uns nicht zu verkaufen und nicht zu verraten. Ja. In allen Schwierigkeiten. Ich bin kein Held, der sagt, man muss unbedingt alles einsetzen und so weiter. Nein, in dieser Abwägung, ja, zwischen dem, was man wagen kann, aushalten kann, leisten kann. Ja, aber ja, das ist ja, ich kann jetzt sagen, das ist ein Kampf, ein Lebenskampf, aber der ist täglich. Den haben wir, also uns zurechtzufinden, das begann ja schon im Grunde genommen mit der Frage, wie sehr lebe ich nach den Vorstellungen meiner Eltern und wie viel oder ab wann kann ich es wagen, eigene Vorstellungen, die auch denen der Eltern widersprechen oder letztlich auch der Gesellschaft widersprechen, wagen. Diese Auseinandersetzung, die hat eigentlich jeder Mensch. Ja? Und jetzt ist es nur zugespitzt, weil die bisherigen Verhältnisse so unsicher geworden sind und so hochproblematisch geworden sind. Also diese ständige innere Auseinandersetzung, die halte ich für hilfreich.
ja, für notwendig. Das heißt aber auch den eigenen Schutzraum, den eigenen inneren Ort zu wahren, damit wir auch diese Ressourcen stärken. Dann danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich für dieses so wertvolle Gespräch. Wünsche Ihnen vor allem viel Gesundheit, viel Mut, Kraft. Und ich möchte vielleicht auch mit einem Zitat von Einstein schließen. Ich finde das sehr passend. Lerne von gestern, lebe heute, vertraue auf morgen. Das Wichtigste ist, nicht aufzuhören, Fragen zu stellen. Und ich denke, so dürfen wir nicht aufhören, eben zu hinterfragen, aber auch quer zu denken, Fragen zu stellen und vor allem unsere Stimmen für Freiheit, Menschenwürde, wie Sie sagen, Frieden und vor allem die wahre, gelebte Solidarität, ja, auch leben zu können. Denn ich meine auch, wo Gemeinschaft und Verbundenheit ist, gibt es nichts, das uns trennt. Ja. Auch allen anderen, die uns zuhören, viel Mut, Courage, Gesundheit und wir schaffen das. Alles Dank. Danke für das angenehme Gespräch. Danke, ja. Danke Ihnen auch. Dankeschön. Ciao.